Moin Leute. Moin. Hallo, herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kanal Camping Snaps. Wir haben bestes Wetter in Lippe heute und wir freuen uns darauf, euch mal unseren Livingstone 2 zu zeigen. Er steht auf einem Fiat Ducato Chassis 8 und ist 5,99 Meter lang, hat die schönste Farbe der Welt, wie wir beide finden. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie das so aussieht. Ja, kommt mit, Leute. Wir fangen am besten hinten an. In der Heckgarage, da haben wir euch einiges zu zeigen. Natürlich haben wir den Wagen auch modifiziert, verändert für uns. Am besten oder halt für uns fertig gemacht, so wie wir den haben wollten. Ganz viele Upgrades und Updates für das Auto. Und die wollen wir euch hier zeigen. Vielleicht ist für den einen oder anderen auch noch ein Tipp mit dabei, den er sie umsetzen möchte. Ja. Okay, kommt mit. Ja Leute, fangen wir außen an. Hier haben wir auch direkt das erste Upgrade für euch, unseren wunderbaren Fahrradträger. Ja, wir haben immer unsere E-Bikes dabei, weil Jürgen und ich so unheimlich gerne Fahrrad fahren. Und der Fahrradträger von Altera ist auf einem Schwenkarm montiert, damit wir das wegklappen können. Wie das funktioniert, zeige ich euch. Das ist nämlich ein XL-Fahrradträger für E-Bikes. Da haben wir nämlich hier hinten so einen Stift. Ich ziehe den mal im Auto. Ich zeige euch gleich mal, wie das genau funktioniert. Und dann kann man nämlich die Fahrräder hier einmal so zur Seite. Das ist doch toll. Absolut. Also ohne das Teil würden wir echt verloren gehen. Jetzt schwingt er ein bisschen zurück, weil wir hier schief stehen, aber das macht nichts. Du kannst ja einmal hier die Tür aufmachen. So ist es. So. Und dann kann ich den ein bisschen hier ran. Und dann müsste das halten. Genau. Jawohl. So, und wenn das natürlich hier einmal weggeklappt worden ist, kommt man wunderbar an die Heckgarage. Und würde ich als erstes mal den Gaskasten zeigen, Micha, vielleicht. Zeige ich euch mal, was hier so drin ist. Ja, dieser Gaskasten muss ich mal eben reinfilmen. Also ohne den wären wir echt verloren eigentlich, weil wir haben hier definitiv eine Gasflasche, die man betanken kann. Haben wir, was haben wir hier? Wir haben zwei Helme drin, niemals ohne Helm fahren. Das ist ein Beutel, den muss ich noch befüllen, da kommt Werkzeug rein. Genau. Das habe ich noch nicht geschafft. Dann haben wir hier die E-Bike-Träger, dann haben wir unsere E-Bike-Akkus. E-Bike-Akkus, genau. Ja. Dann haben wir hier noch unsere Kabeltrommel drin und die Auffahrkeile. Das ist alles hier drin verstaut in Juri seinem Geheimfach. Das ist, muss man ja sagen, wir fahren aktuell nur mit einer Gasflasche mal los. 11 Kilo. Und eine zweite hätte hier Platz in dem Gaskasten, aber bisher haben wir es gar nicht benötigt. Und deswegen haben wir hier so viel Platz, was wir noch reinpacken können. Also Fahrradladegerät und Helme etc. Ne? Weiterhin haben wir hier in der Heckgarage ein kleines Schubladensystem auf Schwerlastregal. Hat Juri eingebaut, man sieht. Es ist voll beladen. Viel Gepäck und viel Alkohol. Naja, so viel Alkohol ist das gar nicht. Das stimmt. Ist alles so ein bisschen querbeet. Also, Leute, das soll hier keine Roomtour werden, wo bei den meisten Roomtouren alles so super, hyper aufgeräumt ist. Wir zeigen euch wirklich unter normalen Bedingungen. Also so ist unser Auto gepackt, wenn wir damit unterwegs sind. Also wir haben hier Spirituosenkiste. Ja, Spirituosenkiste. Man müsste annehmen, wir haben ein Alkoholproblem, haben wir aber gar nicht. Also wir haben es einfach nur dabei. Dann haben wir da drunter so ein bisschen Lebensmittel noch. Trockenware. Und hier haben wir so unsere Haushaltsbox, ja, mit so Mückengedöns. Dann haben wir hier ein bisschen Lichter. Tun wir übrigens in so Zipbeutel ganz gerne mal alles rein. Dann haben wir es alles beisammen. Waschmittel, Hammer und so weiter und so fort. Alles, was man so braucht letztendlich. Ne? Jeder hat so sein Zeug dabei, was er so benötigt. Lass mal unten, dann können wir hier nämlich auch noch mal zeigen. Dann haben wir ein paar Getränke, auch natürlich mit dabei. Und unsere Grillpfanne mit dem Campinggasgrill. Also das da drunter. Ne? So passt das eigentlich alles wunderbar hier rein. Und hier
zack, zack, da hängt der Tisch auf jeden Fall. Genau, und daneben, ich lasse das mal so, haben wir unsere beiden Hocker. Fußabstützen, Fußstützen. Dann haben wir unsere beiden Stühle dort noch und für Emi ihren Wagen, wenn wir Fahrrad fahren. Der ja, ist der ist da hinten, da kommen wir auch nur vom Wagen aus ran letztendlich. Genau. Also vom Inneren, Wageninneren, Entschuldigung, da kommen wir vom ja, nur dran. Und natürlich hier nicht zu vergessen, und das ist so ein bisschen blöd, die Markise, die Kurbel für die Markise, da habe ich noch nichts Geniales gefunden, um die irgendwie zu befestigen, weil oftmals hat man ja hier so ein Brett, das muss ich vielleicht einbauen, um die Kurbel dann da zu befestigen, und dann könnte ich hier auch noch einen Vorhang machen, wenn ich wollte. Ja Leute, das war unsere Garage. Ich zeige euch jetzt gerne mal das Innere. Lasst uns mal rumgehen. Gucken wir doch mal, wie es von innen aussieht. Das ist hier alles echt. Wir haben nichts aufgeräumt, wie so manch anderer Schlingel, wenn er eine Rundtour macht für sich. Es ist so, wie wir fahren. Ja? Wir gehen jetzt mal rein. Emil liegt da hinten. Die hat gerade einen kleinen Stromschlag gekriegt. Ja, das also, müssen wir mal Schuhe eben zeigen. Aus, wenn wir reingehen übrigens. Ja. Übrigens. Obacht. Obacht, warte mal ganz kurz, ich möchte einmal das zeigen, Micha. Also wir haben gerade ein bisschen nicht aufgepasst und haben Emi laufen lassen. Und hier ist ein Elektrozaun für Wildschweine natürlich, damit sie hier an den Mais nicht rangehen. Und da hat Emi leider eine abbekommen und deswegen hockt sie gerade da, das arme Mäuschen. Wir haben sie schon getröstet. Und Leckerli hat sie auch schon gekriegt. Und Leckerli hat sie auch schon bekommen, aber sie muss natürlich jetzt erstmal den Schock verdauen. Okay. Echt Schock. So, ja, kommt mal rein hier. Hast du Schuhe aus? Ja. Mhm. Ja, Leute, kommt rein. Hier, das ist unser Rollerteam Livingstone 2. Wir haben den gewählt aus folgendem Grund. Erstens, wenn wir vorne von hinten sitzen und gucken durch, haben wir ein bisschen mehr Raumgefühl, weil hier dieser Schrank nicht nach oben so gebaut ist, wie in vielen anderen Autos. Ja, das stimmt, hast du recht. Das war ein Grund. Das war ein Raumgefühl, was uns besser gefallen hat. So, wir haben dafür den Kühlschrank woanders, das zeigen wir euch gleich. So, fangen wir doch mal hier hinten jetzt an. Kommt doch mal mit. Also, wir haben hier unsere wunderbare Querschläfer-Matratze, wo wir auch super drinnen pennen. Wir haben hier oben unsere Schränke, zweimal ein bisschen größer, ein bisschen länger. Hier hat Juri seine Klamotten drin, ganz wichtig. Wir haben hier auch so eine Lippe mit dran, falls man da was hinterlegen möchte. Wie ihr seht, ist auch viel Platz. Und dann hat Juri hier den iPad-Halter bestellt. Juri, zeig den doch mal. Ja, das ist, wir haben hier das iPad 12 Zoll. Das ist ein älteres Modell. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt mit 12 Zoll. Und dafür habe ich extra eine Halterung drucken lassen. 3D-Druck. Und das haben wir doppelt. Einmal hier und da, wo normalerweise immer die Fernseher hingehangen werden, über der Dinette, einmal dort. Mhm. Und so sind wir immer super mobil. Wir haben auf dem Dach eine WLAN-Antenne und wir haben einen WLAN-Router. Und bisher hatten wir nie wirklich Probleme, irgendwie Netflix oder YouTube zu streamen. Also das ist schon super cool und natürlich in Verbindung, in Kombination. Warte mal, den habe ich nämlich hier für die Fahrt immer mit unserem Wappebi. Koppeln wir das Ganze damit zusammen und dann haben wir auch guten Ton. So ist das. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir hier nochmal zwei so Schränke und hier unten noch so eine LED-Lichtleiste. Ja. Dann haben wir hier unten nochmal so ein Licht. Warte, ich mache mal eben Licht an. Also ich muss das natürlich hier zentral, kann man es auch steuern. Und einmal Licht. Hier ist noch ein paar andere Sachen, aber darum soll es nicht gehen. Und dann kann man hier diese Lampe anmachen. Ja, ich mach das mal. Und wir haben da. Und wir haben hier diese Filzläufer drauf gemacht. Ja, die habe ich hier oben auch nochmal. Weil das immer so ein blaues Licht abgibt. Ja, da wo man hindrückt, war so eine komische blaue LED. Und das finde ich extrem störend. Also wieso macht man sowas? Das ist ja, wenn man dann liegt, abends, nachts, stört. Also blau ist ja so, das lässt dich ja gar nicht einschlafen. Und deswegen haben wir das erstmal überklebt. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, ne? Ja. So, dann haben wir hier hinten, haben wir euch ja schon mal in einem extra Video erklärt, oder könnt ihr nochmal nachlesen,
nachschauen, Entschuldigung, unsere Wintermatten, falls es kalt wird. So. Ja, so ein Kälteschutz, ne? Genau. Mhm. Hier haben wir ausgetauscht. Wir haben ausgetauscht das kleine Heki gegen Max-Fan. Wir bereuen nichts. Überhaupt nicht. Das ist super, wenn man hier schläft. Kommt noch ein bisschen frische Luft rein. Das ist schon toll. So, dann haben wir hier noch diese zwei Schränke. So, ja, das ist meiner. Der ist nicht ganz aufgeräumt. Das ist Juri. Aber ihr seht also, wir haben gefühlt hier im Auto, weil wir immer also versuchen, jede freie Minute wegzufahren. Wir haben hier im Auto immer mehr Klamotten als zu Hause gefühlt im Sommer. Und diese Boxen hier, diese IKEA-Boxen, da sind immer so Unterwäsche und Socken drin. Und dann kommt man da schneller dran. Und das ist meins. Das sieht ein bisschen aufgeräumter aus. Ja. So ist das nämlich manchmal. Hier eine Jeansdose drunter und da ist noch so ein bisschen Strom, was wir abgezweigt haben. Für den Max-Fan. Für den Max-Fan. Falls euch das interessiert, zeigen wir euch das auch nochmal in einem anderen Video. So, dann haben wir hier die Decke, die ist schön strukturiert. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so sieht, aber hören tut man das vielleicht. Ja, das ist wirklich eine schöne Struktur hier. Ja. Und das haben wir hier aber auch an den Schränken auch. Das war auch mitunter ein Entscheidungspunkt. Der Wagen ist super hell und super freundlich gestaltet. Und das Holz war nicht dieses mega braune Holz. Genau. Das hat uns sehr, sehr gut gefallen. So, dann haben wir hier nochmal so einen großen Schrank. Da habe ich jetzt nochmal Klamotten drin. Jeanshose, Hoodie, T-Shirts, was man so braucht. Dann haben wir hier eingebaut in der Höhe. Ja, aber ihr habt es gerade gehört. Wir haben kein Softgloss. Haben wir es bisher vermisst? Nö, haben wir nicht. Ne? Also wir haben gute Scharniere hier. Und ja, wenn es mal ein bisschen lauter zuknallt, dann ist es halt so. Oh, das musst du rausschneiden. Komischerweise stößt du dir immer. Nur du. Ja. So. Das wird ja schon einen Grund haben. Und warte mal. Dein Haar steht sonst zu Berge, weil du es dir hoch machst. Und Action. So, dann haben wir hier ein Holzweinregal eingebaut. Das haben wir ein bisschen zugesägt hier, wie ihr sehen könnt an der Seite, haben wir das hier so eingepasst. Und dann haben wir das hier mit diesen Gummibändern, haben wir hier unsere Rum-Cola und Gin-Tonic-Gläser, ganz wichtig. Und unsere Kaffeetassen. Hier haben wir nochmal diese IKEA-Boxen. Ich zeige euch, dass noch Pads drin sind. Und Tee und ganz wichtig, Oropax. Micha schnarcht. Ab und an. So. Du hast dich noch nie schnarchen hören, ne? Ich schlafe auch, deswegen höre ich mich nicht. So, Tee und noch mehr Tee. Ganz Mach wichtig, das wieder ordentlich. Ganz wichtig, wenn man so ein bisschen draußen in der Kälte liegt. Hier sind unsere wunderbaren Kaffeebecher und noch so Trockentücher. Genau. Ach, und hier haben wir noch eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe, die ist super. Die ist von IKEA. Habe ich für 1,50 in der Fundgrube bei IKEA geschossen. Man muss auch mal Glück haben. Ja, die ist echt klasse. Wir nutzen sie tatsächlich öfter, als wir dachten. Ja. Die liegt hier ganz gut. Achso, Standfeuerzeug brauchen wir manchmal für die Mückenspirale. Ja, nicht nur ein bisschen Obst, Streuobst auf der Wiese. So. Hier liegt noch das iPad und die Bananen und unsere Kaffeemaschine, das kennt ihr ja schon. Hier unten haben wir einen großen Schrank. Und diesen Schrank, lass mich mal reinfilmen, wo wir oben angefangen haben mit dem Omnia-Backofen. Dann haben wir hier unser Kochgeschirr, Topfset. Ja. Kannst du mal auseinanderbauen? Das ist ganz cool. Hier eine Pfanne. Passt halt alles wunderbar ineinander, ne? Ja, genau. Und zwei Topfgrößen. Das ist ganz toll. Ich mag das. Wir brauchen auch gar nicht mehr. Das reicht uns. Dann haben wir auf den Omnia. Ohne den können wir natürlich gar nicht, weil der wirklich super ist. Ja. Dann haben wir ein paar Schuhe. Ja, das ist in so einem IKEA-Sammelgedöns drin. Also das sind so einzelne Boxen, ne? Die kann man so da reinschieben. Und dieses hier... Das haben wir bei Kick gekauft. Das ist so ein Plastikboxen für einen Zehner. Mhm. Also ist letztendlich gut gemacht, weil vorher war hier eine Kleiderstange drin. Und wir fahren jetzt nicht mit Hemden campen. Und ihr seht, also man kann hier so einiges reinpacken. Da ist auch ein bisschen Gin und ein bisschen Rum und Wasser und Kartoffeln. Also der ist wirklich multifunktional, der Schrank. Ne? Mhm. So.
Machen wir weiter hier beim Küchenblock, wo wir schon mal dabei sind. Wir haben, hier hat Juri ausgetauscht, was heißt ausgetauscht, gezwungenermaßen ausgetauscht, den Wasserhahn. Wir waren in Pilsum und dann ist unser Wasser leider kaputt gefroren und dann mussten wir die Reise abbrechen. Und dann hat Juri kurzerhand für 50 Euro einen schönen Wasserhahn im Baumarkt besorgt und den hier eingebaut. Wir lieben ihn, er ist super. Man kann sich hier drunter wunderbar auch mal die Haare waschen ohne Probleme, ohne dass man die ganze Dusche einbauen muss. Also das war zwar wirklich gezwungenermaßen, weil vorher ist uns das kaputt gefroren und wir haben das gar nicht kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Dann sind wir losgefahren und mussten den dann kaufen und lieben diesen Wasserhahn. Weil der wirklich, den würde ich auch überall anders auch so einbauen, ohne dass ich den einbauen muss. Ne? Genau. So, dann haben wir hier unsere Besteckschublade. Alles so für viermal. Dosenöffner, Flaschenöffner. Ganz wichtig. Naja, was ihr auch alles so dabei habt. Das ist ja das übliche Verdächtige. Genau. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie groß unser schönes Waschbecken ist. Wir haben jetzt ja schon endlich hier viele Autos auch gesehen. Aber immer so ein Mini-Waschbecken, gerade wenn es so eine Kombination ist. Gasherd und Waschbecken. Ne? Aber der passt hier nämlich fast komplett rein. Ja, aber auch tief, ne? Tief, groß, man kann vernünftig abwaschen. Ja. Ich liebe dieses Waschbecken. Also ich würde niemals mehr so ein kombiniertes Waschbecken mit Gasherd gedöns. Oh, wir haben unser Topflappen wieder gefunden. Ja, wir hätten ihn verloren. Ist da. Okay, super. Gut, dann haben wir hier unseren zwei Flammenkocher mit Piazzo-Zündung, ganz cool. Reicht uns auch. Wir brauchen keine drei Flammen, haben wir festgestellt. Ja, ist in einem Kastenwagen eh unüblich, ne? Drei Flammen. Genau. Braucht auch wirklich kein Mensch. Uns reicht die Arbeitsfläche auch. Also wir können, wenn wir was zubereiten wollen, ja hier arbeiten oder auf dem Tisch, ne? Genau, das ist super. Wir finden das toll. Hier oben haben wir uns so ein Magnet-Gewürzregal rangeholt. Einer von denen ist lost, weil der war irgendwie nicht so richtig immer da dran. Deswegen haben wir den abgemacht. Aber trotzdem ist das ein cooles Gimmick. Man hat halt immer so ein bisschen mehr Gewürze dabei. Ja. Hatten wir oben schon reingeguckt? Nee. Nein. Hier, oh, Chaos. Genau. Bisschen Mannerwaffeln, ein bisschen Marmelade, ein bisschen Öl, Salz, Pfeffer. Salz, Pfeffer, was man so hat. Genau, ein paar Salami-Sticks, so ist das. Ein bisschen Fleur de Sal. Wir essen gerne Salz, deswegen gutes Salz. Das passt aber hier alles nicht. So, dann haben wir den Kühlschrank. Den würde ich halt am liebsten zeigen, weil wir lieben diesen Kühlschrank. Der ist nämlich von beiden Seiten, also einmal von außen zu öffnen und einmal von innen zu öffnen. Und somit muss man gar nicht in den Wagen rein, um an sein Zeug zu kommen. Ne? Also, ja gut, der ist jetzt nicht besonders groß, 72 Liter, aber es passt einiges rein. Eis ist sogar, ihr seht es, also ich denke, das sieht man an uns, dass wir leicht verfressen sind. Also deswegen ist auch prall gefüllt. Mach zu. Ich glaube, wir müssen eine Pause machen und Eis essen. Es geht nicht mehr zu. Ja. Okay. Ach so, und Eiswürfel natürlich. Zeig mal her. Ja. Ganz wichtig. Wir fahren niemals ohne Eiswürfel los. Und auf dem Campingplatz kommen die Leute immer und schnurren Eiswürfel. Ja. Wenn die sehen, dass wir Eiswürfel haben, kommen sie sofort, oh, können wir zwei Eiswürfel abhaben. Wir haben natürlich ein großes Herz und deswegen teilen wir, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, weil Freundschaft hört auf bei Eiswürfeln. Genau. Ja, was haben wir hier drin? Was alle Leute drin haben? Fleisch, Wurst, Käse. Ja, was zum Grillen, ne? Und wir fahren immer mit einer Flasche Detmolder Royal. Ja. Aus der Strate Brauerei in Detmold. Es gibt immer eine Flasche Royal. Die nehmen wir mit und wenn wir angekommen sind, köpfen wir die erstmal. Lecker. Das ist so. Lecker, lecker, lecker. Das war der Kühlschrank. Das war der Kühlschrank, genau. Was haben wir noch? Ja, hier haben wir, wie jeder andere Wagen auch, Fliegengitter. Ja, ist auch schon ein bisschen ausgeleiert hier, weil wir leider mal die Tür auch zugehauen haben. Ich weiß nicht, sieht man das, während das Ding offen stand? Und somit leiert das halt hier an der Seite, an der Stelle ein bisschen aus. Aber das haben alle. So, also muss man so und dann zumachen. Genau. So, gehen wir mal in die andere Richtung zum WC. Wir haben hier als erstes erstmal hier von Ikea noch so einen Jackenhalter.
angebaut. Das ist ganz cool, gerade wenn es kälter wird draußen oder wenn es regnet. Man kann ja so ein paar Sachen. Ja, und Micha hat wirklich einen Jackenfetisch. Also, ja, das ist so schrecklich. Wir haben Sommertemperaturen und der hat trotzdem 4 Jacken mit dabei. So ist das manchmal. Ja. So, so hier haben wir ganz simpel erstmal so ein kleines Fach, wo wir so Zahnbürste und Zahnpasta und auch mit so einem Gummiband hier. Ja, das ist aber wirklich scheiße, dieses Fach, um ganz ehrlich zu sein. Ohne Gummibänder würde da gar nichts drin halten. Weil hier keine Lippe ist, sieht man das? Ja. Es ist alles suboptimal. Ja. Ist jetzt nicht so gut gelöst. Aber es ist in Ordnung. Also wir haben das für uns gut gelöst. Und wir haben hier ums Eck haben wir noch so ein Utensilo, nennt sich das, hier hingehangen. Und ohne das wären wir ganz schön aufgeschmissen im Grunde. Duschgel, Haargel und was man so braucht. Ja. Was haben wir hier? Mundwasser. Ja. So, dann haben wir hier ganz cool ein Shopper. Und zwar so ein Shopperbag, ne? Ja, was so Abwaschmaterial. Damit gehen wir immer ins Waschhaus. Hier vorne ist immer so ein bisschen Deo und ein bisschen Waschgel drin. Und hier hinten kommt dann Handtuch rein und frische Klamotten. Und dann ziehen wir los ins Waschhaus. So ist das nämlich. Ja, erst einer von uns, also Micha oder ich, und dann der andere immer mit einem Shopper, weil zwei Shopper wären einer zu viel. Hm. Man muss ja aufpassen auf seinen Platz hier im Wagen. Und dann haben wir noch so einen Spiegel dabei, weil wir müssen sie ab und zu mal rasieren. Und das machen wir nicht hier im Auto, das machen wir draußen. Und deswegen haben wir so einen kleinen Spiegel. Genau. Ja. So, was haben wir noch dabei? Kennt ihr das? Haben wir von unserem Freund geschenkt bekommen. Ja, schönen Gruß an Thilo an der Stelle. Danke, Thilo. Das ist aber nicht mehr komplett. Guck mal, da fehlt doch was. Da fehlt was. Ja, was fehlt da? Hm. So. Fragen über Fragen. Dann haben wir hier unsere Handtücher zu hängen. Hier ist die Duschbrause dran, Lappen. Und der Duschvorhang, ne? Der Duschvorhang, ja, genau. Also, es ist machbar hier mit dem Duschen, wenn man den hier so an den, warte mal, Micha, hier, ne? Da, kannst du mal rumzeigen, wird da eingeklickt. Und das auch, das man muss dann natürlich ein bisschen die Dusche ausräumen, weil die ist bei uns auch so dreifach genutzt, dieser Raum. Mhm. Aber wenn wir nicht auf dem Campingplatz sind, dann duschen wir natürlich im Auto. Sind wir auf dem Campingplatz, ist es wesentlich einfacher, ins Waschhaus zu gehen. Genau. So. Dann haben wir hier unseren Wäschesack drin für Schmutzwäsche. Und gleichzeitig schmeißen wir auch unsere Leergutdosen hier mit rein. Das klappert dann nicht so. Ja, ist doppelt genutzt, ne? Also irgendwo muss das ja auch hin. Genau. Man kann es ja nicht einfach so wegwerfen. Und deswegen steht das hier im WC. Ja, aber man hat da trotzdem genug Platz, um aufs Klo zu gehen. Und das Klo, Michi, zeig mal her. Das ist eine Trilino-Trocken-Trenntoilette. Die haben wir auch selber hier eingebaut. Also das Chemieklo hier rausgeholt. Ihr seht es, also hier war damals die Spülung, jetzt ist hier einfach nur ein Schalter für die Lüftung von dem Trockentrenn-WC. Das passt hier wunderbar rein. Ich habe das super hier eingebaut. Also genau. Und wir sind, also ich persönlich möchte nie wieder mit einem Chemieklo unterwegs sein. Und ihr? Fahrt ihr noch mit Chemieklo? Schreibt es in die Kommentare, was ihr wirklich besser findet, oder? Ja, Micha? Schreibt jetzt mal in die Kommentare. Das würde mich auch interessieren. Was denkt ihr darüber? So, ja, das ist hier. Ja, sieht man nochmal, wer die Filzläufer, die Juri angebracht hat, hier an dem Licht, weil das ja wirklich dieses blaue Licht. So, hier nochmal die iPad-Halterung. Ganz toll, also uns reicht das auch, wir brauchen gar nicht mehr. Und dann haben wir hier unseren WLAN-Router. Da ist eine SIM-Karte drin, wie nennt man die? Eine Endlos-SIM-Karte? Ja, Unlimited. Ne? Unlimited. Ja, wir sind aber, muss man wirklich sagen, wir sind super viel unterwegs. Also jedes Wochenende gefühlt. Nummer eins. Nummer zwei, wir arbeiten auch vom Wagen aus. Müssen Administration machen für unseren Job. Und das machen wir auch am Wochenende. Und deswegen brauchen wir auch diese SIM-Karte. Sonst wäre alles andere auch nicht sinnig genug. So ist das. Ja. Hier nebenan befindet sich Juri. Jetzt musst du mir mal helfen. Ja, ich bin also das ist nur der Screen für den Laderegler, Solarladeregler. Wir haben oben auf dem Dach haben wir 185 Watt Solar. Ich kann das ein bisschen besser zeigen. Ja, zeigen Sie. Schau mal hier, da. Das ist alles am Smilen hier. Es sieht alles gut aus. Sieht man ja, weil wir gerade in der Sonne stehen. Ne? Genau. Der lädt gerade ordentlich auf.
Ach, guck mal hier, und wo wir gerade dabei sind, ich zeige euch mal. Ja. Unseren stillen Begleiter, das ist Odi. Odi musste leider im Dezember 2022, mussten wir ihn leider einschläfern lassen, weil er ein schweres Krebsleiden hatte. Er fehlt uns, er ist seinen 13. Geburtstag, hat er nicht mehr mitmachen dürfen. Er war sonst immer mit dabei. Ihr kennt ihn nicht, weil wir ihn mit euch noch nicht mitgenommen hatten vorher. Wir sind immer gereist ohne Kamera. Das haben wir erst später gemacht, das aufzunehmen. Aber der fehlt uns wirklich. Das ist, ja. Vermissen den jeden ganz Tag. Ganz doll. Ja. Können wir weinen, wenn man das so okay. Mir kommen die Tränen jetzt schon wieder. Ja, genau. Das ist der Dicke und der Dicke muss immer mit. So. Ja. Hier oben in diesem Fach. Was übrigens groß aber ich war, warte mal ganz kurz, ich war bei dem Solar, du übergehst mich immer so. Also 185 Watt Solar haben wir auf dem Dach. Wir haben 100 Ampere Lithium, 100 Ampere Stunden Lithium-Batterie hier unter der Bank verbaut. Und wir haben einen 2000 Watt Wechselrichter. Das ist so unser Stromsetup, womit wir unterwegs sind. Und das reicht wirklich, wirklich gut aus, um auch Kaffee zu ziehen mit einer Kapselmaschine, auch autark zu stehen. So, ja, dann zeig mal dein Fach da. Achso, ja, das Dach. Das ist so ein Trashfach. Schmutzfach, Schmutz ist hier drin. Ja, bisschen was zu knabbern. Juri seine speziellen Share-Muffins und Share-Gebäck. Ja, glutenfreies Share Zeug halt, ne? So, außer hier ist ein bisschen Blätterteig. Ich liebe Blätterteig. So, dann haben wir hier unsere Medikamententasche. Da sind so ein bisschen. Was ist da drin? Ihr wisst ja, wir fahren nicht ohne den By the way. Und sowas ist hier drin. Das ist alles hier so drin. Bisschen so, ja, Cetirizin, Mückenstiche, sowas halt alles. Wer kennt's nicht? Dann haben wir ein paar Spiele, ne? Paar Spiele hier drin. Das ist auch ganz cool. Ich weiß gar nicht, wie hieß das nochmal? Wer weiß was oder so? Keine Ahnung. Smart 10. Smart 10 kann man empfehlen, macht Bock. Gibt's für Kinder, gibt's da. Könnt ihr mal probieren. So, was haben wir hier noch? Knüffelbecher, so, Knüffelbecher ist da drin. Und ja, was haben wir hier noch drin? Schnapsgläser. Das Maß 2 mehr. Ne? Ist klar. So, das ist das Fach. Das ist übrigens auch ganz super, weil das hat hier auch so eine hohe Lippe nochmal, wie hinten auch. Genau. Das ist hier so in dem Fach drin. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch, ich lasse das mal hier liegen. Unser wichtigstes Fach, also ohne das wären wir völlig aufgeschmissen. Weil Juri immer so viele Jacken mit. Ja, ja, genau. Sehr gut. Also viele haben ja hier kein Fach, sondern so ein Fenster. Und jetzt haben wir uns das auch nochmal auf der Messe in Düsseldorf angeguckt. Und ich bin ehrlich, ich möchte hier kein Fenster haben, aus zwei Gründen. Nummer eins. Es muss geputzt werden. Es muss geputzt werden, wenn die toten Fliegen drauf genau. sind. Und wie kommt man da hoch? Sehr Nummer gerne. Zwei, dieses Fach, also das Volumen, jetzt kann Micha ja mal seine 80 Jacken da also ausräumen. Also so cool ist es jetzt ja nicht. Also was haben wir hier? Na, also man muss sagen, wir haben 30 eine Grad Weste. Draußen. Er hat eine Weste. Eine Sturmregenjacke. Es könnte ja Regen ja, ja, genau. So, dann haben wir hier eine normale Jacke, falls wir mal am Essen ja, gehen. Ganz wichtig. Ein Ersatzkäppi. Na Moment, nicht. Mach mal erstmal hier mit dem warmen Zeug weiter. So. Du hast die Schaffelle schon ja, mit reingeworfen. Ja, ich hab gedacht, wenn wir abends grillen und sitzen draußen. Aber wir haben 30 Grad draußen, Michael. Da abends trotzdem kalt werden. Ja, okay, gut. So. Also zwei Fälle. Hier ist noch eine Jacke, die gehört aber Juri. Ja, eine Jacke. Also ihr habt mitgezählt, ne? Eine Jacke Juri. Und dann haben wir, was haben wir hier noch? Und hier so eine drei Jacken. Eine Decke noch zum drei Jacken, Schoß. Michael. Guck ja. mal, wie er das übergehen möchte. Und für Emi noch so ein bisschen Laufleine und achso, hier ganz cool, wenn ihr Fahrrad fahrt. Die schönsten E-Bike-Touren in der Mitte von Deutschland. Macht Bock, kann man ein bisschen was raussuchen, wo man so überall hinfahren kann. Vom BVA Verlag. Kostet 14,95. Viele Grüße. Haben wir leider selber bezahlt. Achso, was haben wir hier noch? Dass wir schnell drankommen. Ganz wichtig. Das Panset, ne? Panset beziehungsweise ne, Moment, nicht Panset. Dreieck, Bahndreieck. Bahndreieck und Verbandskasten. Was ja ein Muss ist und was auch ein Muss ist, in meinen Augen, ist ein Feuerlöscher. Der ist da hinten. So. Was haben wir noch? Die Drohne liegt da auch noch mit drin. Guck mal. Ach ja, die Drohne. Hier liegt noch eine Drohne. Hier liegt noch die Drohne. Ja. Also, es ist jetzt keine DJI. Können wir uns nicht leisten. Oder wollen wir uns nicht leisten? Ja.
Wie auch immer. Ja, musst du nicht auspacken, Micha. Auf jeden Fall. Ohne. Das passt da halt auch noch mit rein. Und das Fernglas liegt da auch, wenn wir jetzt nicht mehr im Fahrrad mitnehmen. Ja, jetzt gerade liegt das unterm Bett, glaube ich, im Rucksack. So, Juri, deine ganzen Jacken hier. Ja, ja, ich verstehe schon. Während du hier einpackst, mache ich mal eben das Fahrerhaus. Ja. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Ducato 8 mit nur unter Anführungsstrichen 120 PS. Wir haben mehr PS jetzt noch nicht vermisst. Also auch Kasseler Berge und so weiter macht der Wagen mit Bravour. Also wer mit den Gedanken spielt, sich ein Auto zu kaufen, sei es ein gebrauchtes, 120 PS ist absolut ausreichend. Meiner Meinung nach. Dann haben wir hier natürlich eine Klimaanlage. Ist jetzt keine Klimatronic, sondern eine normale. Emi liegt da immer noch. Emi, geht's dir gut, mein Mäuschen? Hm? Ja, ich weiß. Das war ein Schock für sie. Das kannte sie noch gar nicht. Dass da Strom in einem Zaun fließt. Ja. Ja, ansonsten ganz normales Fahrerhaus. Ne? Bist du fertig endlich? Wegpacken. Ich bin fertig. Okay. Okay, dann können wir hier. Ja, was hat Juri denn noch verbaut im Fahrerhaus? Er hat noch ein Luftfahrwerk mit eingebaut. Ach stimmt, ja. Das ist ein Upgrade, was wir dem Auto auch spendiert haben. Wir haben eigentlich echt viele Sachen gemacht. Aber nur dem Auto zuliebe, nicht. Also ganz uneigennützig, nicht, dass wir gerade liegen können oder so. Das war nicht der Hintergedanke dabei. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Also, aber das ist da noch mit eingebaut. Luftfahrwerk ist halt für viele Sachen gut. Ich muss wirklich sagen, wir haben ja auf der Beifahrerseite den Wassertank und der Wagen hat immer leicht nach rechts gezogen. Und immer wenn obwohl LKW... Obwohl wir nur 20 Liter dabei haben. Ja. Obwohl wir nur 20 Liter dabei haben, natürlich. Immer wenn ein LKW an einem vorbeigefahren ist, hat der Wagen immer so Schlagseite bekommen. Und seitdem wir dieses Luftfahrwerk haben, liegt der Wagen felsenfest auf der Straße. Wir lieben es und möchten es nicht mehr missen. Nein, und natürlich, wenn man leicht schräg steht, dann kann man das mit dem Luftfahrwerk hier auch ausgleichen. Da unten seht ihr es. Und das ist natürlich hinten auf der an der Hinterachse. Ansonsten hier haben wir noch mal Emis Plätzchen. Ja, sie liegt ja jetzt woanders, aber hier ist ihr Refugium. Ja, da ist noch ein kleines Fach. Handträger ist da drin, sieht man es? Nee, weil du deine Hand davor hast. Also? Ja, jetzt sieht man es. Ne? Und da ist natürlich der Wechselrichter. Einen anderen Platz habe ich nicht gefunden. Was wir euch noch zeigen können, ist dieses Heki. Es ist keine wirklich schöne Lösung, aber hol mal raus, Michi. Aber super, weil es ist nicht schön. Also jedes Heki, jedes Dometic Heki ist so scheiße verbaut, tut mir leid, aber so, dass man, wenn man über 110 km/h fährt, das einfach nur olle laut wird. Egal ob ein Kurbelheki oder dieses mit den Aufstellbügel. Und wir haben uns einfach im Baumarkt einen Schaumstoff gekauft. Sehr gut, das mal. Hier? Ja. So ein Schaumstoff. Irgendwie 4 cm dick oder 3, keine Ahnung. Ja, 4, ne? Und haben das praktisch jetzt nicht besonders schön mit einem Kopfkissenbezug bezogen. Ich wollte das einmal umnähen, also dass ich da was Schönes... Hast du das jetzt nicht gemacht? Nein, habe ich nicht. Aber naja. So. Gut. Okay. Ja, das war so die wichtigsten Sachen im Innenraum, ne? Also. Mhm. Achso, was haben wir noch? Du hast ja noch ein Radio angebaut mit... Ja, ja, gut. Das, ach so, ja, stimmt. Also, was haben wir gemacht? Wir haben die Türen, die Fahrer- und Beifahrertür, auf jeden Fall mit Alubetyl ausgekleidet, damit die erstmal schön dumpf klingen. Ja, also, man hört das. Oh, da oder ist der Sitz im Weg. Aber wenn ich die zuhaue, da ist halt ordentlich Material hier drunter. Und wir haben auf jeden Fall einen Subwoofer verbaut und neue Boxen, also Lautsprecherboxen, habe ich hier auch eingebaut, weil das ist so schrabbelig, was hier von Ducato verbaut worden ist. Das ging gar nicht. Das haben wir überhaupt nicht ertragen können. Ja, und jetzt stehen wir hier im Außenbereich. Ja. Micha zieht jetzt mal Schüchen an. Ja, ich bin dabei. Ja, so. Und im Außenbereich... können wir sagen, also wir haben hier so ein paar Sachen, wir können jetzt nicht alles hier aufzählen, aber ein paar Sachen sind halt super. Was ich mega genial finde, ist unsere Zuziehhilfe. Ich zeige euch das mal. Das war Königsdisziplin, die zu verbauen. Das hat auch nur, glaube ich, die Pössl-Gruppe
die das drin haben. Aber selbst Hümer hat das nicht mit im Programm, dass wenn man die Tür nur so ein bisschen anlehnt, die zugezogen wird. Zack, zu. Also ich muss die nicht so heftig laut zuwerfen. Ja, ansonsten ja, haben wir den ein bisschen individualisiert noch, den Wagen. Haben hier den neu bekleben lassen. Natürlich... Das war es im Grunde. Ne? Also viel mehr haben wir hier gar nicht gemacht. Wie gesagt, Solar, das Strom-Setup haben wir gemacht. Und hier draußen für die Fahrräder haben wir das gemacht, dass wir die immer mit dabei haben können. Was vielleicht auch interessant ist, ist, dass dadurch, dass das Chemieklo weggefallen ist, wir hier unglaublich viel Platz in dem Stauraum noch dazu bekommen haben, oder in dem Fach, wo die Chemiekassette eingeschoben wird. Ihr seht es, also wir haben hier Klopapier, wir haben hier ein bisschen Solbio, damit reinigen wir auch unseren Abwassertank. Früher haben wir das für das Chemieklo genommen, Handschuhe und hier so Tankstutzen für die Gasanlage oder für unsere Gasflasche. Und hier ist unser Wasser Schlauch, der sich selber aufpumpt mit drin. So, und das war's. Wir haben noch was Tolles gemacht. Na. Juri hat noch Spurfernbreiterungen drauf gebaut. Ach so, ja. Damit es einfach ein bisschen schöner aussieht. Wer kennt nicht, ein Auto ohne schicke Schuhe ist kein schönes Auto. Ja, das geht so nicht. Wir brauchen ein schöneres Erscheinungsbild. Und deswegen hat Juri hier, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ja, die Spurverbreiterung jetzt, nee, doch, sieht man schon. Also es ist ja ein Ducato Leitchassis. 35er, also 3,5 Tonnen. Wir könnten den auflasten auf 3,8 Tonnen wegen der Luftfederanlage im hinteren Bereich an der Hinterachse. Aber wir haben hier tatsächlich die Spur einmal verbreitern lassen oder verbreitert, haben da so Distanzscheiben und mussten aber hier dann auch so ein Plastikteil noch einlegen, extra dafür. Ja, und so sieht das halt ein bisschen hübscher aus, das Auto, wie das halt vorher ausgesehen hat, auf jeden Fall. Na? Ja, und zu den Fenstern muss man sagen, ich war todestraurig anfangs, dass wir nicht diese Rahmenfenster haben, weil bei allen YouTube-Videos wird gesagt, am besten sind die Rahmenfenster, weil die sind teurer, die kosten Aufpreis und so weiter und so fort. Und Leute, am Ende des Tages, ja, kann man diese Fenster, diese aufgesetzten Fenster, wunderbar aufstehen lassen, wenn es regnet. Das geht bei den Rahmenfenstern nicht. Und so läuft euch schön das Wasser überall rein. Und, Entschuldigung, geht ihr irgendwo hin spazieren und die Fenster stehen auf und es fängt an zu regnen. So machen wir uns keine Sorgen, aber alle anderen schon. Das stimmt. Ja, Leute, das war es auch schon mit unserer Roomtour heute. Wir freuen uns, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt uns gerne einen Daumen dafür, abonniert hier unten unseren Kanal und... Hier oben gibt es das nächste Video und auf Instagram findet ihr uns unter Camping Snaps. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns da folgt. Bis dahin, ciao, ciao.